Schönen guten Morgen. Sie erinnern sich, in Corona-Video 43 habe ich Ihnen vorgelesen, dass ein Mitarbeiter des Bundesministeriums des Inneren eine Ausarbeitung gemacht hat, eine Gefahrenanalyse, wie dies eigentlich auch üblich ist, um den Staat vor Fehlentscheidungen zu schützen. Er hat versucht, dieses Papier innerhalb seines Ministeriums und auch bei zuständigen Stellen zu Gehör zu bringen, aber leider hat man ihm nicht zugehört, sodass er das dann an weiteren Stellen verteilt hat innerhalb seines Ministeriums. Aus irgendeinem Grund ist dieses Papier nach außen gelangt und dieses Papier hat sehr viel Sprengstoff in sich. Dieser Beamte wurde suspendiert und das Bundesministerium des Inneren hat gesagt, dass es sich um die Einzelmeinung eines Mitarbeiters handelt. Bislang sind die einzelnen Punkte, die Fakten, die sich in dieser sehr guten Ausarbeitung finden, nicht widersprochen. Da er vom Dienst suspendiert wurde, haben sich die externen Experten, die an der Erstellung dieses Dokuments beteiligt waren, jetzt auch noch einmal in einer gemeinsamen Pressemitteilung dazu geäußert. Das Datum des Schreibens ist vom 11.05.2020. Mit Verwunderung nehmen wir, die an der Erstellung des besagten Corona-Papiers beratend beteiligten Ärzte und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die Pressemitteilung des Bundesministeriums des Inneren BMI vom 10. Mai. Mitarbeiter des BMI verbreitet Privatmeinung zum Corona-Krisenmanagement. Ausarbeitung erfolgte außerhalb der Zuständigkeit sowie ohne Auftrag und Autorisierung. Zur Kenntnis. Das Ministerium schreibt in dieser Pressemitteilung, die Ausarbeitung erfolgte nach bisheriger Kenntnis auch unter Beteiligung Dritter außerhalb des BMI. Wir gehen davon aus, dass mit Dritter wir die Unterzeichnenden gemeint sind. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung. Wir setzen voraus, dass das BMI ein großes Interesse daran hat, dass seine Spezialisten, denen die überaus wichtige Aufgabe anvertraut ist, krisenhafte Entwicklungen zu erkennen und durch rechtzeitiges Warnen Schaden von Deutschland abzuwenden, sowohl mit konkretem Auftrag handeln als auch in Eigeninitiative tätig werden. Der entsprechende Mitarbeiter des BMI hat sich bei der Erstellung der Risikoanalyse zur Einschätzung der medizinischen Kollateralschäden durch die Corona-Maßnahmen im Wege einer fachlichen Anfrage an uns gewandt. Getragen von der Verantwortung unterstützten wir den engagierten BMI-Mitarbeiter bei der Prüfung dieser essentiellen Frage nach bestem Wissen und Gewissen neben unserer eigenen beruflichen Tätigkeit. Renommierte Kollegen und Kolleginnen, allesamt hervorragende Vertreter ihres Fachs, nahmen zu konkreten Fragen auf der Basis der angefragten Expertise sachlich Stellung. Daraus resultierte eine erste umfangreiche Einschätzung der bereits eingetretenen sowie der drohenden medizinischen Schäden einschließlich zu erwartenden Todesfälle. Der BMI-Mitarbeiter hat anhand unserer Arbeit eine Einschätzung vorgenommen und das Ergebnis an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Sie finden das betreffende Dokument im Anhang dieser Pressemitteilung. Dass dies aufgrund der Kürze der Zeit nur der Anfang einer noch umfangreicheren Prüfung sein kann, steht außer Frage. Aber unsere Analyse bietet unseres Erachtens eine gute Ausgangslage für das BMI und die Innenministerien der Länder, den möglichen Nutzen der Schutzmaßnahmen gegenüber dem dadurch verursachten Schaden gut abzuwägen. Unserer Auffassung nach müssten die adressierten Fachbeamten aufgrund dieses Papiers eine sofortige Neubewertung der Schutzmaßnahmen einleiten, für die wir ebenfalls unseren Rat anbieten. In der Pressemitteilung gibt das BMI deutlich zu verstehen, dass es diese Analyse jedoch nicht berücksichtigen wird. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass das zuständige Bundesministerium eine derart wichtige Einschätzung auf dem Boden umfassender fachlicher Expertise ignorieren möchte. Aufgrund des Ernstes der Lage muss es darum gehen, sich mit den vorliegenden Sachargumenten auseinanderzusetzen, unabhängig von der Entstehungsgeschichte. Deshalb fragen wir, wieso hat das BMI das Ansinnen des Mitarbeiters nicht unterstützt und wieso bezieht das BMI die nun vorliegende umfangreiche Analyse auf dem Boden fachlich hochwertiger externer Expertise nicht bei seiner Einschätzung bezüglich des Verhältnisses von Nutzen und Schaden der Corona-Schutzmaßnahmen ein? Das BMI schreibt weiter in seiner Pressemitteilung, die Bundesregierung hat infolge der Corona-Infektionsgefahren zum Schutz der Bevölkerung Maßnahmen ergriffen. Diese werden innerhalb der Bundesregierung fortlaufend abgewogen und regelmäßig mit den Ministerien und Ministerpräsidenten der Länder abgestimmt.
Entschuldigung, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder abgestimmt. Wir bitten das BMI, uns zeitnah mitzuteilen, wie genau diese Abwägung stattfindet. Wir bitten, dies anhand von Daten, Fakten und Quellen nachzuweisen. Gerne würden wir dies mit unserer Analyse vergleichen. Angesichts der aktuell teilweise katastrophalen Patientenversorgung wären wir beruhigt, wenn diese Analyse zu einer anderen Einschätzung führt als der unsrigen, was uns derzeit jedoch schwer vorstellbar erscheint. Des Weiteren schreibt das BMI, das Infektionsgeschehen in Deutschland ist im internationalen Vergleich bislang eher niedrig, die ergriffenen Maßnahmen wirken. In Übereinstimmung mit der internationalen Fachliteratur teilen wir diese Feststellung bezüglich der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nur bedingt. Wir bitten das BMI deshalb im Sinne der Transparenz, die Quellen offen zu legen, nach denen es zu dieser Feststellung kommt. Fazit: Insgesamt haben wir auf Anfrage eines couragierten Mitarbeiters des BMI die vielfältigen und schweren unerwünschten Wirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen im medizinischen Bereich aufgezeigt und diese sind gravierend. Für uns ergibt sich aus dem gesamten Vorgang der Eindruck, dass nach einer sicher schwierigen Anfangsphase der Epidemie nun die Risiken nicht im notwendigen Maß und insbesondere nicht in einer umfassenden Risikobetrachtung bedacht worden sind. Bezüglich der Berichterstattung zu diesem Vorgang bitten wir darum, die inhaltliche Wertigkeit unserer Analyse in das Zentrum zu stellen und über uns in Amt und Person der ernsten Situation angemessen zu berichten. Die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung Covid-19 verläuft für viele Menschen der bekannten Risikogruppe schwerwiegend. Wie für jede schwere Infektionserkrankung gilt es, für die Patienten die beste Behandlung zu finden und Infektionswege zu unterbinden. Aber therapeutische und präventive Maßnahmen dürfen niemals schädlicher sein als die Erkrankung selbst. Ziel muss es sein, die Risikogruppen zu schützen, ohne die medizinische Versorgung und die Gesundheit der Gesamtbevölkerung zu gefährden, so wie es gerade leider geschieht. Wir in Wissenschaft und Praxis sowie sehr viele Kolleginnen und Kollegen erleben täglich die Folgeschäden der Corona-Schutzmaßnahmen an unseren Patienten. Wir fordern deshalb das Bundesministerium des Innern auf, zu unserer Pressemitteilung Stellung zu nehmen und hoffen auf eine sachdienliche Diskussion, die hinsichtlich der Maßnahmen zur bestmöglichen Lösung für die gesamte Bevölkerung führt. Gezeichnet Professor Dr. Sucharit Bhakdi, Universitätsprofessor für medizinische Mikrobiologie im Ruhestand, Universität Mainz. Dr. Med-Gunter Frank, Arzt für Allgemeinmedizin, Mitglied der Ständigen Leitlinienkommission der Deutschen Gesellschaft für Familienmedizin und Allgemeinmedizin, DGAM, in Heidelberg. Professor Dr. Phil, Dr. Reapol, Diplom-Soziologe Dr. Gunnar Heinzson, Emeritus der Sozialwissenschaften der Universität Bremen. Professor Dr. Stefan Hockerts, TPI Consult GmbH, ehemaliger Direktor des Instituts für experimentelle Pharmakologie und Toxikologie am Universitätskrankenhaus Eppendorf. Professor Dr. Carina Reis, Department of Dermatology and Allergology, University Hospital Schleswig-Holstein. Professor Dr. Peter Schirmacher, Professor der Pathologie Heidelberg, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Professor Dr. Andreas Sönichsen, stellvertretender Curriculumsdirektor der Medizinischen Universität Wien, Abteilung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Vorsitzender des deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Dr. Med-Till Übel, niedergelassener Hausarzt, Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologie, Notfallmedizin, Lehrarzt des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Würzburg, akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg. Professor Dr. Dr. Phil Harald Wallach, Professor Dr. Med, Universität Poznan, Abteilung Pädiatrische Gastroenterologie, Gastprofessor an der Universität Witten-Herdecke, Abteilung Psychologie. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Dieser Referent, der bleibt anonym, hat verzweifelt versucht, alle seine Vorgesetzten zu erreichen. Er hat mit den Krisenstäben gesprochen. Er wurde immer wieder abgewiesen, ohne Prüfung des Inhalts seines Dossiers. Und schließlich hat er dann in der Umgehung des Amtsweges das Dossier geschickt an alle fachlichen Arbeitskräfte auf allen Bundesebenen, also alle Zuständigen.
Daraufhin hat das BMI reagiert mit folgender E-Mail, die ausgeschickt wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es sich vorliegend um ein von einem einzelnen Mitarbeiter verfasstes Papier handelt. Der Mitarbeiter war weder im Krisenstab beteiligt noch beauftragt oder autorisiert, eine solche Analyse zu erstellen oder zu veröffentlichen. Sie gibt seine private Auffassung wieder, nicht die des BMI. Das beweist vom BMI, danke liebes BMI, dass es tatsächlich diese Analyse gibt von diesem Referenten und dass er tatsächlich gearbeitet hat und vielleicht noch arbeitet im Referat KM4. Was sagt dieser Referent nun? Es ist Gefahr im Verzug. Durch vermeintliche Schutzmaßnahmen entstehen im Moment jeden Tag weitere schwere Schäden, materielle, gesundheitliche, bis zu einer großen Zahl vermeidbarer Todesfälle. Diese Todesfälle werden durch das Agieren des Krisenmanagements ausgelöst und sind von diesem zu verantworten, sobald das Wissen über diese Analyse bekannt ist. Er sagt, also indem ich weiß, indem er als Referent weiß, was die Fakten sind und wie die Lage aussieht, kann er es nicht mehr verantworten, mitverantwortlich zu sein für die Schäden, die entstehen, die sich lange auswirken werden und für die Todesfälle durch genau diese Schutzmaßnahmen. Er sagt Folgendes im Dossier. Angesichts des sachlichen Befundes der vorliegenden Analyse und dazu im Kontrast stehenden Entscheidungen der Politik kann bei geschädigten Außenstehenden möglicherweise die Befürchtung aufkommen, dass das bestimmende Schutzziel des nationalen Krisenmanagements nicht mehr die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung ist, sondern die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Regierungsparteien und Regierungsmitgliedern. Und daraus folgert er, auf derartige Wahrnehmen, die per se nicht irrational sind, kann in einem auf Zusammenhalt angelegten Gemeinwesen eine ungünstige Dynamik erwachsen. Die zentrale Botschaft lautet: Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von Covid-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, dass es sich bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft um mehr als einen Fehlalarm handelt. Durch den neuen Virus bestand zu keinem Zeitpunkt eine über das Normalmaß hinausgehende Gefahr für die Bevölkerung. Vergleichsgröße ist das übliche Sterbegeschehen in Deutschland. Er schreibt, es sterben an Corona im Wesentlichen die Menschen, die statistisch dieses Jahr sterben, weil sie am Ende ihres Lebens angekommen sind und ihre geschwächten Körper sich beliebigen zufälligen Alltagsbelastungen nicht mehr erwehren können, darunter der etwa 150 im derzeit Umlauf befindlichen Viren. Weiter sagt er, dass es keine geeigneten Detektionsinstrumente gibt und gab, um überhaupt festzustellen, ab wann Reaktionen auf eine Pandemie oder eine vermeintliche Pandemie Überreaktionen und Fehlalarme sind. Er sagt also, wenn die Regierung beschließt einen Shutdown, da gibt es gar keine Möglichkeit festzustellen, ab wann man den wieder aufheben sollte und ab welchem Punkt das Ganze ein Fehler wäre. Das heißt, man ist verdammt, diesen Weg auf Biegen und Brechen, koste es, was es wolle, weiterzugehen. Und dann der entscheidende Punkt, er schreibt, der Kollateralschaden ist inzwischen höher als der erkennbare Nutzen. Damit will er nicht Personenschäden durch Covid-19 materiellen Schäden der Wirtschaft gegenüberstellen. Nein, hier steht klar, allein ein Vergleich von bisherigen Todesfällen durch den Virus mit Todesfällen durch die staatlich verfügten Schutzmaßnahmen belegen den Befund. Entscheidend, was er auch beschreibt, das fällt in sein Ressort, die kritischen Infrastrukturen, die überlebensnotwendigen Lebensader moderner Gesellschaft werden nicht mehr wie gewohnt funktionieren, die Versorgungssicherheit ist nicht mehr im gewohnten Maße gegeben, die Resilienz, ich zitiere, des hochkomplexen und stark interdependenten Gesamtsystems kritischer Infrastrukturen ist gesunken. Was meint er damit? Alles hängt zusammen wie ein großes Netzwerk, wie ein Gefüge aus Dominosteinen. Wenn eine Sache umfällt, reißt das andere mit und durch den Coronavirus, durch die Schutzmaßnahmen der Regierung, ist die Resilienz, also die Fähigkeit auf Krisenfälle zu reagieren, maximal abgesunken. Und er schreibt weiter, falls auf dem inzwischen reduzierten Resilienzniveau eine gefährliche, wirklich gefährliche Pandemie oder andere Bedrohung eintreten würde, wäre das eine absolute Katastrophe. Durch die Schutzmaßnahmen, das ist das Fazit dieses unfassbaren Dokument aus dem Herzen des BMI,